Ja, hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es nochmal um den Dreame Z10 Pro und auch den Dreame D9 und wahrscheinlich auch um fast alle anderen Dreame Staubsaugroboter, die aktuell auf dem Markt sind. Eventuell fällt der F9 hier raus und möglicherweise auch der neu erschienene W10. Worum geht's? Und zwar habe ich ja zu den Robotern schon das ein oder andere Video gemacht, vor kurzem auch zum Dreame Z10 Pro und ein paar Probleme, die beim Roboter auftreten, insbesondere was die relativ schlechte Schmutzaufnahme auf Hartboden betrifft, auch bei einem etwas schnelleren Fahrpattern. Und da hat mich dann ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, liebe Grüße hier an den Sebastian an dieser Stelle, dass ich mir doch mal die Bürstenabstände zum Boden bei den Geräten anschauen soll. Und das habe ich dann auch mal gemacht. Und dieses Problem ist eigentlich so banal, dass ich seinerzeit auch gar nicht erst auf die Idee gekommen bin, mir das mal anzugucken. Und zwar sind die Abstände bei den Dreamy-Modellen sehr groß im Vergleich zu Mitbewerbern, was eben den Bürstenabstand betrifft. Hier sehen wir das einmal beim Roborock S5. Da liegt die Hauptbürste satt auf der Oberfläche auf. Das ist hier jetzt eine Glasplatte, die ich dafür verwende. Das sehen wir jetzt hier auch noch einmal im Bewegtbild. Wir haben halt an verschiedenen Stellen immer eine wirkliche satte Auflage. Das ist ja auch eine Spiralbürste, deswegen haben wir da logischerweise keine konstante Auflage über die gesamte Fläche hinweg. Aber wir können sehen, dass hier die Bürste satt aufliegt und das gleiche Spiel jetzt hier beim Dreame Z10 Pro. Da habe ich dann an der Bürstenaufnahme diese Lappen entfernt, damit man das besser sehen kann. Und wir sehen jetzt hier dann auch in der Slow Motion, wir haben bei dem Roboter keine wirkliche Auflage der Hauptbürste. Also da sind dann nur einzelne Borsten, die dann wirklich minimal nur hier die Glasplatte berühren. Das ist eine ebene Fläche. Und das erklärt dann auch schon das ein oder andere Phänomen, was ich dann hier bei den Dreaming-Modellen gesehen habe, was die Schmutzaufnahme betrifft. Beim D9 von Dreamy ist das Ganze noch dramatischer. Das können wir hier sehen. Also da ist eine Riesenlücke. Das ist nochmal ein Tick mehr als beim Dreamy Z10 Pro. Und ich würde fast vermuten, ich hatte seinerzeit ja festgestellt, dass der Dreamy D9 im Vergleich zum Dreamy F9 in der Reinigungsleistung doch etwas abfällt. Und da würde ich vermuten, dass das damals beim F9 nicht der Fall gewesen ist. Ich hatte damals vermutet, weil der F9 auch wesentlich langsamer gefahren ist als der D9, dass es hauptsächlich mit der Fahrgeschwindigkeit zu tun hat, während wir hier jetzt noch mal ein paar optische Eindrücke haben von den Robotern. Ich habe aktuell leider kein F9 da, um das noch mal gegentesten zu können. Ich werde versuchen, mir da noch mal einen zu besorgen. Ja, und warum macht man das? Also ich vermute stark, dass Dreamy hier die Hauptbürste so weit nach oben verlagert hat, in Anführungszeichen, weil das Teppichbefahren wesentlich erleichtert. Man braucht dann auch keine Logik irgendwie einbauen, dass die Bürste halt irgendwann abschaltet, wenn da zu viel Widerstand durch hohes Floor zum Beispiel entsteht. Oder man müsste einen stärkeren Motor einbauen. Das Abschalten zum Beispiel macht iRobot. Ja, also das wäre meine Erklärung dafür, warum man sowas macht. Wir haben jetzt hier faktisch dann eine Direktaufsaugung auf geraden Flächen. Ich habe das Ganze dann mal mit meinem Teststaub getestet, wie sich das verhält. Ich habe das vorher immer nur mit Sand getestet. Wir haben jetzt hier auf meinem Laminat so kleine Häufchen von 0,1 Gramm. Und ich teste das Ganze auch dann hier einmal, beziehungsweise nehme es auf mit Sound. Das heißt, damit man auch nachvollziehen kann, dass der Test mit der maximalen Saugstufe gemacht worden ist. Wir werden dann die einzelnen Stufen dann durchlaufen. Und wir haben jetzt hier gleich dann die maximale Stufe erreicht beim Dreamy Z10 Pro. Roboter dürfen jetzt hier auf der Fläche die verschmutzten Bereiche viermal überfahren. Ich benutze hierzu die Zweifachreinigung pro Durchlauf. Das heißt, wir haben eben dann zwei richtige Durchläufe in Anführungszeichen mit jeweils zwei Überfahrungen.
Und der D9 macht hier den Anfang. Der ist von der Akustik her ein bisschen leiser, weil der auf dem Blatt Papier auch 1000 Pascal weniger hat. Ja. Der erste Durchlauf erfolgt in Realgeschwindigkeit. Der zweite Durchlauf wird dann etwas beschleunigt, damit das Video nicht zu lang wird. Wer möchte, kann dann über die YouTube-Funktion das Video nochmal verlangsamen, damit man auch hört, dass es eben mit der maximalen Saugstufe aufgenommen worden ist. Ja, wie sich das Ganze jetzt hier darstellt, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich melde mich dann gleich nochmal wieder. Ja, der D9 dreht jetzt hier seine letzten Runden und wir sehen jetzt hier gleich im Anschluss Vorher-Nachher-Bilder von den Verschmutzungen und wie das Reinigungsergebnis dann tatsächlich aussieht. Also hier, wie gesagt, 0,1 Gramm. Oberflächlich sieht das ganz okay aus. Jetzt fahre ich da gleich mit meinem Finger drüber und wir sehen, da bleibt dann doch einiges an Prüfstaub zurück. Das zieht sich jetzt hier auch über die anderen verschmutzten Flächen. Das ist immer von rechts nach links abfotografiert. Und wir konnten eben auch sehen, dass selbst in dem Bereich, also der ganz rechts, da ist der Roboter etwas langsamer gefahren, dass bei der Staubaufnahme eigentlich gar keinen Unterschied macht. Und das vorher schon gesehene Phänomen, dass der Roboter bei langsamerer Fahrt eine bessere Schmutzaufnahme hat, das tatsächlich nur bei gröberen Schmutzarten, wie beispielsweise Sand, dann etwas bringt. Ja, wie sich jetzt hier dann der Z10 Pro schlägt, das sehen wir jetzt anschließend. Der kommt ja immerhin mit 1000 Pascal mehr daher und wir haben ja auch, wie vorher gesehen, zumindest leichten Bürstenkontakt zum Boden. Ob das jetzt hier den Unterschied macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie vorhin, der erste Durchgang in Realgeschwindigkeit, der zweite dann beschleunigt. Ja, jetzt das ganze Spiel nochmal für den Z10 Pro.
wieder die 0,1 Gramm Prüfstoffverschmutzungen. Und wir sehen auch hier wieder oberflächlich ganz okay. Wenn ich dann aber wieder mit dem Finger darüber gehe, dann bleibt auch da einiges zurück. Das heißt, auch die 1000 Pascal mehr und die leichte Berührung der Hauptbürste mit der Reinigungsfläche, die machen dann hier den Braten auch nicht mehr fett. Da bleibt dann leider einiges zurück. Und ich habe die Vierfachüberfahrung deswegen gewählt. Das entspricht dann ungefähr dem Reinigungszyklus von allen, von jedem zweiten Tag. Und das ist etwas, was zum Beispiel hier ein Roborock S5 dann auch tatsächlich so bewerkstelligt, dass die Reinigungsfläche danach sauber ist. Der fährt hier jetzt hier mit seinen 2000 Pascal, also auch auf maximaler Saugstufe, durch die Gegend. Und das ist etwas, was ich dann auch so als Standard genommen habe. Das ist ja auch kein aktuelles Modell mehr, aber der schafft es halt eben, die Prüfstoffmenge einwandfrei aufzunehmen mit vier Überfahrten. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wie weiß ich das nach hier? Also jetzt danach ist die Fläche sauber, aber ich kann es optisch jetzt hier aufgrund des Abstandes gar nicht zeigen, auch wenn ich danach da mit meinem Finger oder mit der Hand drüber gehe. Da bleibt da kein Rückstand, den man zeigen könnte. Man glaubt mir das jetzt einfach oder ich habe mir gedacht, ja komm, ich wollte es sowieso auch noch auf Fliesen testen. Ja, da habe ich das Ganze dann nochmal gemacht. Das heißt, in meinem Badezimmer, da sind schwarze Fliesen. Da kann man das Ganze dann auch mit Nachtsicht besser erkennen aus dem Winkel, den ich da gewählt habe. Und zwar habe ich dann da auch nochmal die Prüfstaubmenge halbiert. Das heißt, da haben wir nur noch 0,05 Gramm auf der Fläche. Und ihr könnt jetzt sehen, wie ich das aufgebracht habe. Da wurde dann mit einem Gitterstreuer, das ist so ein Teil, was man auch zum Beispiel für Kakao benutzt, um den auf seinen Cappuccino oder wohin auch immer zu streuen. Den habe ich benutzt, um das aufzubringen und in der Fuge ist eine kleine Beschädigung da ganz links. Das ist kein Staub, sondern eben einfach eine Beschädigung, die jetzt hier unter dem Infrarotlicht weiß leuchtet. Die habe ich dann als Orientierungspunkt genommen, den Prüfstaub dann eben linienförmig da aufgebracht. Und jetzt hier als erstes den Roborock S5 drüber fahren lassen. Ich lasse es einfach mal laufen. Danach folgt dann der Z10 Pro. Ich komme dann alle ins Bild, gehe mit meinem Finger über die Fläche und mache dann ein Foto. Das zeige ich dann. Und da kann man eben auch sehen, wie sich das Ganze verhält. Und die Aufnahmen wurden jetzt ein bisschen beschleunigt, weil sonst wäre das Video auch etwas zu lang geworden. Ja, schaut es euch an. Man kann es jetzt auch ohne dann weitere Erklärungen eigentlich schon erkennen, was da passiert und ich melde mich dann nachher nochmal wieder.
wie wir gesehen haben, sah das beim Roborock S5 sehr gut aus. Da hatten wir dann gar keine Rückstände mehr auf der Testfläche. Und da kann man wirklich nicht meckern. Und wir sehen jetzt hier schon in der Nahaufnahme beim Z10 Pro, für den D9 habe ich das gar nicht mehr erst gemacht, weil da tendenziell eben aufgrund des noch größeren Bürstenabstandes und der geringeren Saugleistung das Ergebnis tendenziell eben schlechter ausfallen wird, nicht mehr gemacht. Und wir sehen jetzt hier eben, dass nach 4 Überfahrten auch beim Z10 Pro dann auf der Fliese entsprechend Rückstände zu finden sind. So sieht das Ganze dann eben in der Aufnahme aus, da kann man es schon erkennen und hier jetzt auch auf meinem Finger. Es bleibt halt Teststaub zurück. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, ich lasse meinen Roboter eben noch öfter fahren als nur 4-mal die Woche. Ich reinige jeden Tag. Ist ja ein legitimes Argument. Deswegen habe ich das Ganze nochmal gemacht mit 8 Überfahrten insgesamt. Das heißt, ich reinige sogar noch ein bisschen mehr als nur einmal wöchentlich, 7-mal die Woche so oder eben einmal täglich. Und wir werden jetzt hier gleich leider sehen, dass auch selbst bei 8 Überfahrten noch Restschmutz zurückbleibt. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass hier ist mit der maximalen Saugstufe gereinigt worden. Das heißt, wenn man aufgrund von Akkulaufzeiten oder anderen Überlegungen eben sagt, ich möchte die maximale Saugstufe nicht benutzen, dann wird das Ergebnis dann hier auch nochmal schlechter ausfallen. Und das ist wirklich nicht gut. Muss man ganz klar sagen. Wie das bei anderen Robotern aussieht, das schaue ich mir dann demnächst mal an, weil da interessiert mich nämlich auch, welche Saugstufe überhaupt sinnvoll ist auf Hartboden. Sieht man jetzt hier eben, da bleibt eben nach den 8 Überfahrten noch was zurück. Also welche Saugstufe auch auf Hartboden eigentlich sinnvoll ist, um auch mit dem reinen Saugen dann quasi die Fläche wirklich staubfrei zu bekommen. Wir haben ja eben gesehen, beim Roborock S5 ist zumindest bei der maximalen Saugstufe nach 4 Überfahrten die Fläche okay. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich vermute eben, dass der große Bürstenabstand zum Boden deswegen ja, so gemacht worden ist, damit man eine einfache Überfahrt von Teppichen hat, ohne da sich groß Gedanken machen zu müssen, wie verhindere ich ein Blockieren der Hauptbürste. Und das macht ja auch marketingtechnisch ein bisschen mehr her, wenn der Roboter über quasi alle Teppiche oder viele Teppiche fahren kann. Das Ganze ist aber leider reinigungstechnisch ein Problem auf beispielsweise kurzflorigen Teppichen, wie jetzt hier in dem Beispiel. Da sind 100 Gramm Vogelsand leicht einmassiert worden und der Roboter schafft es hier noch nicht mal die Hälfte, also sprich 50 Gramm, herauszusaugen. Der durfte hier insgesamt 6-mal drüber fahren und ich zeige jetzt nur die ersten beiden Durchläufe und dann nochmal den letzten. Da darf der dann nochmal eine Doppelreinigung machen, weil oben rechts da eine Stelle war, die der dann auch fahrpatterntechnisch nicht gut angefahren ist. Und das ist etwas, was hier den Roboter dann nochmal ein bisschen runterzieht, weil ein Roborock S5 beispielsweise, der schafft es hier 70 Gramm plus, also ein bisschen mehr aus dem Teppich rauszusaugen. Ein S7 von Roborock, der schafft im Prinzip das Gleiche. Der hat das Problem, dass die neue Hauptbürste hier auf dem Teppich bei der Schmutzart nicht optimal ist. Und andere Roboter, wie beispielsweise der iRobot i7, der schafft hier 80 Gramm oder auch ein Nito D7, der schafft hier auch über 80 Gramm. Den Roomba S9, den habe ich hier auch schon mal kurz getestet, der schafft hier über 90 Gramm. Und also selbst zu den älteren oder zu dem älteren Modell, dem Roborock S5, fällt der Dreamy Z10 Pro hier um gute 20 Gramm ab. Und das ist schon eine Ansage. Wie gesagt, immer mit maximaler Saugstufe. Sehen wir jetzt hier nochmal ein Bild. Also dann der letzte Shot hier, 301,6 Gramm. Der Behälter wiegt 253 Gramm. Und dementsprechend haben wir dann hier etwas weniger als 50 Gramm eingesaugt. Ja, was kann man jetzt hieraus mitnehmen? Also für mich ist das persönlich ein K.O.-Kriterium für diesen Roboter, beziehungsweise eben für den Z10 Pro, für den D9 sowieso und vermutlich auch eben für viele andere Dreamy-Roboter,
Den F9 werde ich nochmal versuchen, mir zu besorgen, um eben zu schauen, ob das da bürstentechnisch ein bisschen anders aussieht, weil der hat ja schon in vorherigen Videos gezeigt, dass der saugleistungsmäßig dem D9 beispielsweise ein bisschen davon fährt. Also, was man jetzt hier gesehen hat, heißt im Prinzip, ich bekomme meine Fläche nicht staubfrei, also selbst mit der maximalen Saugleistung bekomme ich meine geraden Flächen nicht hundertprozentig staubfrei, nur mit der Saugfunktion. Das ist für mich persönlich etwas, was ich von einem Roboter dann erwarte, dass das zumindest funktioniert. Und man ist hier also quasi genötigt, entweder dauerhaft die Wischfunktion oder die Wischfunktion öfter einzusetzen. Da ist dann auch, also ich vermute mal, dass dann mit der Wischfunktion dieser Schmutz dann da beseitigt ist. Dazu werde ich aber auch nochmal einen Test machen. Und ansonsten muss man halt öfter bei dem Roboter dann doch nochmal den ja, normalen Staubsauger benutzen. Und wir haben halt eben bei dem Roboter eben auch noch das Problem, wie vorher schon in dem anderen Video gezeigt, worauf ich ja auch dann erst hier auf die Idee gekommen bin, nochmal eben den Dank an den Sebastian, dass eben hier dann auch nochmal das etwas schnelle Farbpattern hinzukommt bei beiden Robotern, was nochmal die Schmutzaufnahme bei gröberen Schmutzarten verschlechtert. Wir haben dann auch noch beim Z10 Pro zumindest die im Vergleich zu anderen Robotern etwas schlechtere Kantenreinigung. Und wir haben eben auch noch beim Z10 Pro, beim D9 habe ich das jetzt auch gar nicht mehr getestet, eben den Bug, dass die Endposition auf der Reinigungsfläche nicht vernünftig gereinigt wird. Da wird der Saugmotor halt zu früh abgeschaltet. Ja, und eben auch im Zusammenhang hier dann die etwas schlechtere Teppichreinigung, jedenfalls was das Tiefenreinigen betrifft. Das sind dann alles zusammengenommen Punkte, die dann für mich persönlich dafür sprechen, den Roboter halt nicht zu kaufen und auch nicht irgendwie weiterzuempfehlen. Weil eben, wie gesagt, auf sagen wir mal, der Standarddisziplin, das ist ein alter Robrock S5, eben Hartboden und zu reinigen, das einfach besser hinbekommt. Zum Thema eben, wie viel Saugleistung man eigentlich benötigt, um seinen Boden wirklich staubfrei zu bekommen, jedenfalls mit Hilfe des Prüfstaubes, werde ich dann nochmal testen für verschiedene Roboter. Da wird auf jeden Fall dann der iRobot S9, der iRobot i7, der Roborock S7, die werden dann da auf jeden Fall drin vorkommen. Ja, das war es hier zu dem Thema. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.